Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum neuen Aussortiervideo. Ich stehe hinter meinem, nein, vor meinem Kleiderschrank. Den haben wir ja schon ganz grob im letzten Video gesehen. Da hatte ich meine Winterklamotten aussortiert, beziehungsweise ja, sortiert, wie auch immer. Und ich dachte, das ist doch jetzt perfekt, um mit dem restlichen Kleiderschrank, mit meinen restlichen Klamotten weiterzumachen. Und es wird Zeit, dass ich das angehe, denn es nervt mich, wie es aktuell aussieht hier in diesem Kleiderschrank. Man sieht es auch schon so ein kleines bisschen. Er quillt aus allen Nähten. Das ganze Desaster zeige ich euch jetzt gleich. Ja, und wir legen direkt los. Mal schauen, ob ich noch zu Schuhen und Accessoires und sowas komme, je nachdem, wie viel Material wir jetzt hier aufnehmen und wie lange das alles dauert, denke ich. Darauf kommt es jetzt einfach mal an. Wir lassen es auf uns zukommen. Ihr seht's im Video. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Vielleicht motiviert es euch auch. Wenn nicht, ist es vielleicht einfach nur unterhaltsam, hier zu sehen, was ich alles besitze und wie schwer es mir fällt, mich von den Dingen zu trennen. Let's go! Ja, das ist jetzt hier wirklich die Wahrheit, die ungeschminkte Wahrheit. So sieht der Kleiderschrank aktuell aus. Ich habe jetzt extra nicht die Schubladen hier geschlossen, damit ihr seht, wie es wirklich aussieht. Da ist auch noch irgendwie einfach hingetrudelt. Ja, ich bin halt leider wirklich doch eine etwas chaotischere Person. Falls ihr irgendwelches Brummen oder so im Hintergrund hört, übrigens, sorry dafür. Unsere Nachbarn machen über uns irgendwas. Ich weiß nicht, was das genau für ein Ton ist. Aber das bin nicht ich, also ich kann dafür leider nichts. So, jetzt gehen wir mal näher. Ich mache einfach mal alles auf. Ja, diese Schubladen hier lasse ich jetzt mal noch zu, weil das Unterwäsche drin ist. Möchte ich ungern eigentlich zeigen. Ja, aber das ist es. Oh mein Gott, es sieht wirklich schrecklich aus. Ich habe hier oben ja dann schon meine Pullis und so aussortiert. Ja, genau. Also, ohne jetzt weiter über den Zustand zu reden, ich werde das jetzt alles wieder aufs Bett machen, wie gewohnt, bis jetzt auf die Hängesachen. Ich glaube, ich fange erstmal hier mit an und mit den Schubladen da unten. Und ihr werdet jetzt gleich wieder eine Zeitraffer sehen. Und vielleicht gehe ich wieder so ein paar Klamotten mit euch durch, aber natürlich nicht alles. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Was ist denn da los, hä? Was macht die denn da? Das ist mein Berg Klamotten, minus den, die ich schon aussortiert habe, beziehungsweise durchgegangen bin, minus den Klamotten, die noch auf der rechten Seite im Kleiderschrank hängen. Ja. Oh mein Gott. Das ist echt wirklich heftig, das alles zu sehen. Also das ist immer doch eine ganz gute Strategie, um sich vor Augen zu führen, dass man wirklich nichts mehr braucht an Klamotten. Ja, jetzt gehen wir das mal an. Jetzt gehe ich da mal durch. Keine Ahnung. Ich werde einfach mal irgendwo reinlangen. Hier sind jetzt halt diese ganzen noch Chiller-Klamotten obendrauf. Zum Beispiel das hier. Das ist ein Vans-T-Shirt mit Harry Potter Motiv und zwar mit den Todessern und so ein paar Zauber, ja, wie heißt denn das? Also diese Bewegungen der Zauberstäbe. Ist eigentlich coole Idee und alles, aber ich trage es nicht oft und ich weiß nicht. Ich finde es dann vielleicht doch ein bisschen, ja, hätte irgendwie cooler sein können. So an sich. Deswegen glaube ich, werde ich das tatsächlich aussortieren.
Oder auch nicht. Also eigentlich so schwarz und weiß ist ja schon irgendwie auch cool, ne? Das fängt jetzt ja auch schon wieder an, ey. Schlimm. Ich hatte es auch letztens eigentlich erst an. Also ich ziehe es eigentlich schon an. Es ist jetzt nichts, das irgendwie total untergeht. Ich glaube, ich mache es mal auf den Vielleichtstabe und überlege es mir mal noch. Ja, als nächstes hätten wir hier dieses Oberteil. Das ist ein gestricktes Crop Top, aber halt nicht von mir gestrickt. Das habe ich gekauft bei ASOS. Das ist von der Marke Collusion. Und das finde ich cool. Das werde ich behalten. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt hier irgendwo ein Beispiel von was, das ich aussortieren könnte. Weiß aber gerade nicht so ganz. Bin gerade ein bisschen überfordert, wie man vielleicht sehen kann. Noch ein T-Shirt mit Levi's Schrift, das ich auch sehr, sehr gerne mag. Ja, das werde ich auch behalten. Also ich trage T-Shirts eigentlich wirklich gerne, wenn man das vielleicht noch nicht bei mir gemerkt hat. Genauso auch das hier, also das hier, was ich jetzt gerade anhabe und das, die sind von Pull & Bear und die mag ich super gern. Also da, die wasche ich eigentlich ständig und ziehe ich ständig an. Habe ich auch schon ein bisschen länger, aber es sind auf jeden Fall noch gut. Ja, und dann haben wir hier so ein paar Hosen, die ich eigentlich ganz cool finde. Also die hier ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen enger. Und die finde ich sehr cool, aber hier zum Beispiel ist eine, die ist halt dieses 2000er oder hat dieses 2000er Stil, ist jetzt auch von Pull & Bear. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt die war. Also ich habe auf jeden Fall so ein paar mehr davon und manche sind halt doch ein bisschen zu breit und dann sieht das an mir, weil ich ja doch recht klein bin, irgendwie doch immer ein bisschen blöd aus. Also da werde ich jetzt auf jeden Fall auch mal noch einen Stapel machen mit Jeans, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ich die wirklich behalten möchte. Zumal die jetzt ja auch nicht zu allem irgendwie passen. Und mir dann überlege, ob ich die behalten soll oder nicht. Also wie sie halt auch an mir aussehen. Ich werde sie dann anziehen. Diese Hose zum Beispiel finde ich richtig, richtig cool. Die ist von Topshop und sieht eigentlich auch aus, als würde sie mir passen, aber sie ist mir ein paar Mal runtergerutscht und dann irgendwie doch zu groß. Also es ist total seltsam. Ich kann hier leider auch keinen Gürtel dran machen, wobei ich vielleicht einen Gürtel auch einfach, also so Schlaufen dran nähen könnte. Ich bin jetzt nicht begabt, was Nähen angeht, also ich kann es halt einfach nicht. Aber vielleicht könnte ich das machen. Weil die ist auch von der Länge her super und sie ist halt schwarz und weiß, hat dann doch noch ein bisschen was Cooles an sich. Aber kommt jetzt auch auf den Anprobierstapel. Genauso wie diese zwei hier. Das sind halt wirklich so meine crazy, funky Hosen, die ich eigentlich wirklich cool finde, aber bei denen ich mir nicht so sicher bin, ob die jetzt noch gut an mir aussehen. Deswegen ein Vielleichtstapel. Gehe ich einfach mal so ein bisschen hier nach da drüben. Dieser Rock hier ist auch so ein Kandidat. Das ist ein gefilzter, gestrickter Rock. Ihr seht mich nicht richtig. Von H&M, den ich eigentlich gerne angehabt habe, aber jetzt nicht zu oft angezogen habe. Der ist so eine Midi-Länge und halt auch cool, wenn man doch ein bisschen Luft haben möchte, wenn es aber bisschen kühler ist, aber man halt doch nicht zu es nicht zu heiß haben möchte. Macht das jetzt Sinn? Ich weiß es nicht. Ja, aber das war es dann halt. Also ich wollte was Bequemes und was das ein bisschen Wärme abgibt, aber halt auch nicht zu viel Wärme im Homeoffice. Aber ich glaube, ich bin dann doch eher der Typ, der dann lieber eine Jogginghose anzieht. Ich glaube, den sortiere ich aus. Ich
habe noch nichts, das ich 100% aussortiere. Das machen wir mal dahin. Ach, sorry, meine Nase juckt die ganze Zeit heute. Bin auch sehr am Niesen. Ja. Dann haben wir hier so ein paar Sport-Jogginghosen, die ich zur Seite gelegt hatte, damit ich sie eigentlich für Homeoffice anziehen kann. Aber ich habe jetzt wirklich so viel Jogginghosen und so Zeugs. Die war halt teuer, ne? Die kommt aus Australien. Deswegen meine Überlegung. Ich hatte aber, glaube ich, soweit ich weiß, noch eine andere hier zugemacht, weil die ist jetzt Größe S. Die könnte mir tatsächlich noch gut passen. Aber eine andere, ich weiß gar nicht mehr, wo sie ist, hatte ich da auch noch, die ich dann tatsächlich zum Schlafen anziehen wollte. Oder nicht zum Schlafen, zum Homeoffice. Aber wenn die dann zu groß ist, dann macht es mir so auch keinen Spaß. War das die hier? Nee, das ist auch eine Größe small. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich gehe jetzt nicht wirklich jedes einzelne mit euch durch, sonst langweile ich euch auch. Ich mache jetzt einfach mal für mich weiter und zeige euch dann am Ende, was wegkommt und was bleiben kann. Also ich sortiere dann auch wieder ein. Ja. Aussortiert habe hier, ja, ist natürlich jetzt im Vergleich zu dem, was hier vorher alles auf dem Bett war, recht wenig, wenn man das so sieht, aber ich habe mich doch sehr rigoros von einigen Dingen für meine Verhältnisse getrennt, also es ist für mich viel. Ich habe immer noch hier diese Sachen, durch die ich durchgehen muss. Ich werde dieses T-Shirt jetzt auch hier drauf machen. Da werde ich auch auf jeden Fall nochmal durchgehen nach Dingen, die ich eventuell verkaufen kann auf eBay oder so. Und die werde ich dann auch nochmal anziehen, diese Hosen. Und schauen, was ich davon behalten werde. Der Rest kommt in die Kleidersammlung oder in Charity Shops. Also Oxfam zum Beispiel haben wir hier in Karlsruhe, je nachdem wie so die Qualität und sowas ist. Ja, und die rechte Seite des Schranks, die Hängeseite muss ich ja auch noch durchgehen. Aber ich denke, das werde ich jetzt alles erst morgen machen. Meine Nase ist sehr am Laufen und es ist Sonntagabend. Den genieße ich jetzt noch ein bisschen. Ich melde mich dann mit einem Update zu den Hosen nochmal in ein paar Tagen oder morgen, je nachdem. Und ja, mit der Seite, der Hängeseite des Schrankes. So, nächster Tag, weiter geht's hiermit. Ihr seht nichts. Moment. Damit. Mit diesem Bereich, der ist sehr unaufgeräumt, wie man es erwartet hat, aber gar nicht so extrem viel, deswegen hoffe ich, dass wir da schnell durchkommen. Gleiches Spiel, es kommt wieder alles aufs Bett. Das mache ich euch jetzt nicht wieder in Zeitraffer. Ich zeige es euch einfach alles auf dem Bett und dann gehe ich die Sachen wieder durch. Der nächste Berg, hier ist er. Ich weiß echt nicht, wie das alles da in die kleine Seite gepasst hat. Mal wieder sieht man, wie viel mehr es ist, wenn man das alles ausbreitet. Und ja, hier sind jetzt halt hauptsächlich Hängesachen, Kleider, Cardigans und sowas.
Wir hätten zum einen dieses Kleid, das ich wirklich sehr schön finde, das ich bei, ich glaube, Redbubble bestellt habe, weil ich dieses Motiv so genial fand. Das ist halt hier ein Totenschädel mit Blümchen. Und das ist so ein Teil, das möchte ich jetzt einfach nochmal anprobieren, weil als ich das damals gekauft hatte, fand ich meine Arme irgendwie nicht so schön da drin. Ich weiß nicht, so meine Schulter-Armbereich, keine Ahnung, da hatte ich da irgendwie so ein bisschen einen Komplex. Und deswegen habe ich es nicht so oft angezogen. Aber mittlerweile trainiere ich ja meine Arme auch, also vielleicht sieht es ein bisschen besser aus und vielleicht gefällt es mir mehr. Deswegen, das kommt auch auf den Stapel der Sachen, die ich anprobieren möchte. Die Jeans oder Hosen habe ich jetzt noch nicht anprobiert seit gestern. Deswegen zeige ich euch da, denke ich, einfach, wenn wir komplett durch sind mit den Klamotten, was mir noch an mir gefallen hat und was nicht. Also, das wäre so ein Beispiel. Ich habe hier dann doch noch ein paar Schlafklamotten gefunden. Ja, also das ist ein cooles Schlafkleid. So ein, wie sagt man, ein Nachthemd. Chillin' like a villain. Habe ich auch schon sehr lange, aber das möchte ich ganz gerne behalten. Wir haben hier noch ein Kleid, das ich gerne anprobieren möchte, ob es mir steht. Ich glaube, das sind tatsächlich viele Dinge hier, die ich anprobieren werde. Ich gehe jetzt auch wieder nicht jedes einzelne Kleidungsstück durch. Aber das ist eigentlich ein noch sehr schönes Kleid, meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, ob es mir noch steht, ob es mir noch gut an mir aussieht. Da ist noch so ein Basic-Kleid, das ich sehr mag und behalte. Das hier ist auch eins meiner Lieblingskleider. Das müsste ich aber mal wieder bügeln. Kann aber sein, dass das mittlerweile auch zu groß ist. Deswegen werde ich es mal anprobieren. Ich liebe auf jeden Fall diesen Stoff. Weiß jetzt nicht, ob man das gut sehen kann. Aber ich denke, man weiß warum, wenn man meine Videos verfolgt. Ich stehe ja total auf solche Sternzeichen und sowas. Oder halt Sternmotive. Ja, und ich gehe jetzt einfach, wie gesagt, wieder durch, ohne euch alles einzeln zu zeigen. Und zeige ich am Ende den Behalten und den Weggebe- bzw. Verkaufen-Stapel. Ihr seht jetzt zwei Haufen oder mehrere Haufen Kleidung. Sieht unordentlich aus, ich weiß, aber das hat ein System. Und zwar ist das hier jetzt das, was ich behalte. Also die Hosen und diese Trägersachen oder Hängesachen. Und hier ist das, was aussortiert wurde. Und die eine Hose, die sieht irgendwie komisch an mir aus. Der Rest ist eigentlich ganz gut. Vielleicht habe ich da tatsächlich doch auch schon eine oder andere aussortiert. Ja, und ich finde das Verhältnis eigentlich gut. Das sieht so nach, bis auf jetzt die Hosen, 50-50 aus. Und das sortiere ich jetzt auch in den Schrank und zeige euch dann, wie er aussieht. Hier ist der Kleiderschrank. Ich hoffe und denke, man sieht doch gut einen Unterschied. Klar, das ist jetzt immer noch ziemlich voll, aber es ist Luft. Also man kann die Sachen jetzt wenigstens ein bisschen bewegen. Das war vorher nicht der Fall und es hing ja auch alles irgendwie kreuz und quer. Ja, und hier ist jetzt auch alles gestapelt und hat seine Ordnung. Und im neuen Kleiderschrank habe ich dafür auch dann alles generell ein bisschen mehr Ordnung, sodass ich hoffentlich mich auch beobachten kann in meinem Kleiderverhalten. Übrigens, die beiden Schubladen hier unten kann man jetzt auch endlich schließen. Ja, und das ist hier so Restezeug, also wie gesagt, im neuen Kleiderschrank, das wird dann ein Pax-Kleiderschrank, der hier gehört zur Wohnung, also dieser Schrank bleibt dann da. Da hat es alles ein bisschen mehr Ordnung und System und ich hoffe dann, dass ich mein Verhalten, wie ich mich kleide, beobachten kann und weiß, was davon dann bleiben kann und was doch vielleicht noch weggeht. Ich bin jetzt wieder im Flur und hier seht ihr auch schon das nächste Mini-Projekt, das ich jetzt angehe. Die Schuhe. Ja, das sind natürlich nicht alles meine Schuhe, aber Armer, mein Freund, hat vielleicht 3, 4, maximal 5 Paar. Deswegen ist es natürlich
fast alles meins und ist hier halt so im Flur auch. Wir haben dann aber auch gegenüber von der Wand, wo ich jetzt stehe, noch diese Stiefel und die Schuhe hier unten, die hauptsächlich getragen werden. Ja, und das sind auf jeden Fall so ein paar dabei, vor allem diese Nikes hier oben, die habe ich jetzt bestimmt schon 2 Jahre lang nicht mehr angehabt. Ich finde sie unfassbar cool. Das sind Nike Gomez oder Nike Gomez. Die Amerikaner sagen hier immer Nike, aber finde ich auch ein bisschen komisch, weil sie sagen ja auch nicht Bike, ne? Naja, genau. Die werde ich vielleicht versuchen auch auf eBay zu verkaufen, weil sie eigentlich noch einen guten Zustand haben. Bisschen gebraucht sind sie, aber sie sind auf jeden Fall zu schade, um sie einfach so wegzugeben. Ja, und da sind auch noch so ein paar andere dabei. Ich werde da jetzt auch gucken, dass ich die, die weggehen, auf den Boden hier verteile und euch dann so zeige. Da würde ich jetzt ungern einfach wirklich alles vor mich nochmal stellen, weil hier halt so wenig Platz ist. Auch wenn ich es wahrscheinlich tun sollte, aber ich denke, ich bekomme es auch so ganz gut hin. Diese 7 Paar Schuhe hier sind es jetzt geworden. 2 ziemlich ähnliche Paar, ja, nicht wirklich Overknee-Stiefel, aber bis zu den Knien gehen die. Und die habe ich jetzt auch schon ewig nicht mehr angehabt und sind auch tatsächlich zu weit für meine Beine mittlerweile. Diese Sandalen sind schon sehr ausgetragen, auch wenn ich sie gerne mochte. Die müssen mittlerweile weg. Genauso auch diese Schuhe. Die hohen Schuhe hier, ich habe jetzt mittlerweile ein neues, ziemlich ähnliches Paar und so viel ziehe ich oder so häufig ziehe ich hohe Schuhe auch nicht mehr an. Und diese 2 Sneaker, die ich versuchen werde zu verkaufen, genauso wie auch die hier, weil die, ja, habe ich jetzt tatsächlich überhaupt noch nicht oft angehabt. Ich glaube, die hier sogar noch gar nicht. Okay, ich habe noch 2 weitere Paar gefunden, bei denen ich gar nicht weiß, wo die herkommen, ehrlich gesagt. Also, dachte ich, hätte sie schon lange aussortiert, deswegen kommen die jetzt natürlich auf jeden Fall weg. Was Handtaschen angeht, konnte ich mich jetzt tatsächlich nur von diesen beiden trennen und einer größeren Sporttasche, die ich euch jetzt allerdings nicht zeige, weil ich sie schon in den Kleidersammelsack gesteckt habe. Außerdem ist sie auch kaputt, von daher glaube ich nicht das Coolste, aber ja, diese beiden hier, ich glaube, ich habe die einmal benutzt und seitdem nie wieder. Ansonsten habe ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so extrem viele Taschen. Insgesamt würde ich jetzt mal so als Frau behaupten, die gerne sowas shoppt und alles. Da habe ich auch schon, ich glaube vor 2 Jahren oder so, mal richtig gut aussortiert gehabt. Und ja, manche sind dann doch sehr praktisch oder vermitteln dieses typische Joy, Sparks Joy, ne, wie Marie Kondo ja immer sagt. Deswegen behalte ich sie auch erstmal, aber das ist halt immer so auch das Problem. Benutze ich sie dann tatsächlich, gerade jetzt, wo ich ja im Homeoffice weiterhin auch bin und alles. Wobei man auch wieder mittlerweile ausgehen kann. Also ich habe sie jetzt erstmal behalten und werde das vor allem nächstes Jahr beobachten, ob ich sie benutze oder nicht. Und ja, das war es jetzt erstmal Richtung Klamotten und Accessoires. Meine Unterwäsche sortiere ich natürlich ohne euch aus. Ist ja klar, da müsst ihr jetzt nicht die Details sehen. Und meine Sportklamotten, da dachte ich, das lasse ich jetzt auch erstmal außen vor. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen langweilig so im Vergleich. Aber ja, das war es zu dem großen Thema. Wie gesagt, mehrmals im Video werde ich die Sachen auf eBay verkaufen. Da habe ich auch schon ein paar Sachen online. Zu dem Zeitpunkt, wenn dieses Video online ist, dann wahrscheinlich mittlerweile auch alles. Vielleicht sind einige Sachen schon weg, aber ihr könnt da ja gerne mal, wenn ihr euch für irgendwas dafür interessiert, was ihr jetzt hier im Video gesehen habt, in der Infobox schauen. Da habe ich euch den eBay-Link verlinkt. Die meisten Sachen sind wahrscheinlich zum Bieten. Da habe ich jetzt die besten Erfahrungen mitgemacht, außer meinen Dirndl. Weiß gar nicht, ob ich euch das gezeigt hatte in meinem vorherigen Video oder so. Ich glaube, ich habe es einfach so aussortiert. Das ging jetzt so für sofort kaufen weg. Allerdings war die Adresse irgendwie falsch. Also da musste ich die Käuferin kontaktieren und sie hat sich bisher noch nicht gemeldet. Also ich hoffe, das geht auch gut. Aber ja, das ist nur alles am Rande. Ja, als nächstes muss ich mir überlegen, mit was wir weitermachen. Vielleicht mit
Büchern und Garn, so Hobbyabteilung oder meinem Schreibtisch, weil der sieht auch schrecklich aus. Aber das werden wir dann sehen. Ich hoffe, wie gesagt, dass euch das Video gefallen hat und dass wir uns im nächsten Aussortier-Video bzw. allgemein im nächsten Video dann auch wiedersehen. Macht's gut, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!